danke euch so sehr. Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Wir haben es geschafft, nach 25 Jahren das erste Mal endlich wieder in die bremische Bürgerschaft einzuziehen. So sehr haben wir gekämpft, so sehr haben wir zusammengestanden. Wir haben gekämpft wie die Löwen. Seit Januar waren so viele von euch draußen, haben gesprochen, haben Podiumsdiskussionen gemacht. Wir waren überall und wir haben eins gezeigt, es geht um Bremen, es geht um euch. Und genau das wurde belohnt. Danke an euch. Vielen, vielen Dank. Die letzten 4 Jahre waren einfach auch für mich eine spannende Zeit. Ihr wisst, damals, ich war ganz neu, wir haben ein neues Team zusammengestellt und wir haben immer gesagt, wir sind das Start-up. Wir hatten keine Büros, wir hatten keine Schreibtische, wir hatten kein Team, wir hatten nichts. Aber in den letzten 4 Jahren haben wir für die liberale Idee gekämpft. Wir haben für die Freiheit, für die Eigenständigkeit, für die Eigenverantwortung. Wir haben dafür gekämpft, dass Bremen in der Bildung besser wird, dass jeder die Chance hat, aus seinem und ihrem Leben das Beste zu machen. Und jeder einzelne von euch und jede von euch ist großer Teil geworden dieser großen Familie. Denn ich kann nur eins sagen, dieses fiese, komische Vorurteil von Freund, Feind, Partei, Freund stimmt für uns nicht, sondern wir Liberalen sind eine echte Familie. Wir halten zusammen, wir stehen zusammen und das zeigt, dass wir echte Freunde sind und dafür kämpfen wir weiter. Wir zeigen, dass es um uns geht, wir zeigen, dass es um euch geht und wir zeigen, dass Bremen etwas Besseres verdient hat. Es ist natürlich so eine Sache, ich stand eben vorne, wir standen zusammen und ich muss sagen, alle, die mich kennen, wissen, dass ich nicht so ein emotionaler Mensch bin, aber ich kann nur sagen, ihr habt es geschafft, auf einmal werden die Knie weich, auf einmal kriegt man so ein bisschen feuchte Augen, weil auch wenn ich immer gesagt habe, die 5% stimmen für uns gar nicht, es fühlt sich besser an, wir haben noch viel, viel mehr verdient. Ganz ehrlich, es ist euer Verdienst, dass wir es geschafft haben, hier so ein tolles Ergebnis zu erzielen. Wir haben es geschafft, den Wiedereinzug, wir haben geschafft, dass wir weitermachen dürfen und wir haben geschafft, dass auch wieder neue Leute in unser Team kommen und ich glaube, uns darf nicht nur ein Stein vom Herzen fallen, vielmehr, wir dürfen wahnsinnig stolz sein und es zeigt, dass wir Liberalen wirklich einen festen Platz in dieser Gesellschaft verdienen.